Erstmal danke fürs Einschalten. Ihr habt gerade eingeschaltet zu einer Videoserie zum Thema Calliope. Calliope ist ein SOC, ein System on a Chip, das sich an Bildungseinrichtungen richtet. In den folgenden Videos wird es darum gehen, wie man Calliope im Unterricht einsetzen kann, wie man Calliope als Eltern vielleicht zu Hause benutzen kann und natürlich auch, wie Schüler das Ganze benutzen können. Ich werde wirklich ganz von vorne anfangen, Calliope zu erklären, Calliope in Betrieb zu nehmen. Wir gehen mal die Schnellstartanleitung durch, was man alles machen kann. Und das wird nicht ein langes Video werden, sondern das werden viele kleine Videos werden und die findet ihr dann zusammengefasst in einer Playlist. Die Zielgruppe für dieses Video sind die, die es dann am Ende benutzen müssen, also die Lehrer, Eltern oder die Schüler selbst. Bist du selbst Lehrer und möchtest den Kindern eine Anleitung zur Verfügung stellen, damit sie selbstständig mit Calliope arbeiten können, dann sollen sich diese Videos genau dafür eignen. Meine Videos sind alle unter Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Es muss also nur ein Link zu meinem YouTube-Kanal, also eine Quellenangabe gemacht werden. Ansonsten ist das für mich in Ordnung. Und im Grunde ist damit jetzt zu dieser Videoserie, die jetzt folgen wird, auch schon das Wichtigste gesagt. Kleine Teile, Playliste und ja, ihr könnt dann die Videos einzeln vorführen, falls zum Beispiel ein bestimmter Teil erklärt werden soll. Ich gebe mir auch viel Mühe, dass ich das langsam mache und in kleinen Schritten machen, so dass es für wirklich Einsteiger zu gebrauchen ist. Natürlich könnt ihr auch die Kommentare nutzen, falls ihr ein bestimmtes Thema beleuchtet haben wollt oder ein bestimmtes Projekt in der Schule vorhabt, dann kann ich da in die Richtung vielleicht auch was zeigen. Jetzt habe ich aber genug geredet, fangen wir mal an mit Teil 1.